So, Veteran Emanuel und Röhre Tatjana mit einem Macholle und einem Bizar. Okay. So, die Frage, wie viel habt ihr? Ich glaube, ja, 4. Ja. Wurde diesmal auf 2-2 verteilt. Erstmal die Gefahr. Anführungszeichen Gefahr raus. Definitiv unser Computer. So. Ja. So. Mal gucken, was noch als nächstes kommt. Kommt jetzt immer noch Roller oder kommt ein Marscher? Also, wir müssen erstmal noch ein Bewusster und dann kommt wahrscheinlich so weiter als zweites noch mal Roller, oder? Nee, kannst du. Naja, kannst du es auch nicht. Und damit war es das schon. Wenn ihr das Bunker an Bewusstheit, weil ich das glaube, hat es auch nicht. Also es gibt glaube ich nur sowas mit Feuer und Schwierigkeiten. So, Geschichte. Ja, du hast bye bye. So, die beiden sind besiegt. Du bist einer von den Starken. Wie? Oh, mein Papa war noch mit dabei. So Sachen wie hier habe ich noch nie gegessen. So, die sind auch besiegt. Und damit ist das Thema dieses Kampfrestaurant durchaus. Wie heißt das Ding? Restaurant 7 Sterne, das Zuhause des guten Geschmacks. Alles klar. Gut, damit ist auch mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir uns unterwegs nach Weideburg. Dann geht es nämlich weiter mit Route 213. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, Route 213 steht heute an. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Aber vorher nochmal schnell was vergucken. Ich schwamme in einem, ja, lieber in Swimmingpool als im Meer. Das wäre was so schmeckt, als ich wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Okay. Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein Beispiel Champ geworden bist, okay? Vergiss mich bitte nicht. Okay, dann können wir also wiederkommen, der. Wenn wir Champ geworden sind, alles klar. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Schau mal hier, Gengar und Anton. Hey, ich bin der Projektleiter, zugleich ein Riesenfan von Gengar. Gegen andere Trainerkämpfe ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Geistiges Band zwischen dir und deinen Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Anton. Eigentlich wollte ich mit dem Typen quatschen. Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, den Pokédex zu vervollständigen. Habe ich recht? Schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Okay, ich muss auf jeden Fall mal wiederkommen, die Champion, weil ich den Decks voll habe. Weil die Decks müssen wir auf jeden Fall voll machen. Das ist ja die große Aufgabe hier. Gut. Gucken wir mal hier so schnell rein. Ach, was ein Typ. Oh, du bist auch auf, also auch auf Reisen. Es ist schön, die Welt zu sehen, nicht wahr? Ist das Raumfahrtzentrum aus der Höhenregion ein Begriff? Ja, da war was. Eine Rakete, die ins All geschossen wird. Eines Tages kann ich das mit einen Augen sehen. Okay. Ich hier mich umgehen. Gut. Ja, ich wollte schon. Ah, Route 213, das kommt schon rein. Willkommen, möchten Sie übernachten? Es tut außer nicht sein, die Eintauschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen Sie doch für eine Weile ausruhen. Ah, doch, hier. Wunderbar. Gut, dann habe ich mein Team wieder geheilt. Danke, ich habe mein Team geheilt. Das Hotel ist so romantisch. Ich fantasiere sich auf den Tag, an dem ein edler Ritter auf seine Pokémon hergaloppiert und mich für die Fütterwochen hierher entführt. Ganz ruhig stehe ich hier vor dem endlos weiten Meer und schaue dem Treiben zu. Einem Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu, als das Kühlen hast. Ein gut, dann sind wir hier unten an der Küste. Ach man, ich habe immer noch kein Pokémon, was ihm passend ist, ne? So. Ich habe noch kein Pflanzen-Pokémon oder kein Elektro-Pokémon. Ich kann auch kämpfen. Das mal.
So, ein BD-Fass. Ein BD-Fass ist der. Okay. Ja, wie gesagt, das kann der Aquam schon was sagen. Gucken wir uns halt nicht so schnell. So, gut. Dadurch, dass die Wasserdüse wahrscheinlich mehr abziehen, gehe ich tatsächlich auf ein anderes Pokémon. Kommt er noch einmal zurück und mit dem gehen wir ins Rennen. So. Jetzt wird sich weiterentwickeln von Binizer. Nur, dass man das mal kurz anders kann. Aber jetzt hatten wir vorher M-Sklave, brauchen wir hier die Munition. Ja, vielleicht gehen wir heute noch in 20. Ich glaube, ich habe noch zwei Sonderbonbons. Level 30 entwickelt sich. Wenn ich auf Level 28 habe, dann passt das. Jetzt muss ich erstmal den kleinen Jungen erstmal besiegen. Ist mein Schwimmreifen nicht schön? So. Ich kann doch überlegen, was ich mache. Gut, das Pokémon ist nur von ja, der nächste Arena wird es nicht ganz einfach werden, weil die nächste Arena wird eine Wasser-Arena werden. Und da wir momentan tatsächlich nicht haben, was jetzt groß effektiv sein wird, müssen wir uns da versuchen, wie durchzuarbeiten. Die Frage ist, wie machen wir es? Politerreiche wird 33. Meine, wir müssen wahrscheinlich mit roher Gewalt drauf machen, das ist klar. Wie mache ich es? Es wird nicht einfach werden, wie gesagt, es fehlt tatsächlich, oder viel mir fehlt tatsächlich mein Dekus. Ich will es gerne so richten, ohne jetzt extra noch dafür jemanden zu holen, den ich brauche. Guck, so dann reicht das 28. So, das Schwert haben sie es gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, ich muss es ja anders. Ich kann es jetzt nicht anders probieren. Ich muss jetzt so probieren. Frage ist, bist du härter oder bin ich anders stärker? Ich bin jetzt anders stärker. Alles klar. René ist besiegt. Ich konnte mich nicht so bewegen. Ich bin reif in meinem Weg. So, jetzt gebe ich meinem Pokémon natürlich meine beiden Sonderbonbons, damit ich... Achso, ich weiß nicht, ich habe alles geplant. Ich hätte sogar beide geben können heute. Da. Jawohl, da gucken wir noch einen Entwicklungstext. Unsere zweite Entwicklung im Let's Play bisher. Na gut, die anderen schon vor Kodika Level 14, ich bin mit 37 Minuten. Mediti Level 36, dann Librin, also die kommen jetzt alle nach und nach. So, gucken wir, entwickelt sich zu einem Ramaidon. Notsituation müsste ich so lernen. Brauche ich nicht. So, gut. Damen dort.
Ach, das sind keine Damen. Entschuldigung, es war nur eine Schwimmerin und die Bi. In ihr. Ach, wie heißt es? Bojelin. Es gibt ein extravagantes Restaurant in einem extravaganten Hotel. Dieses extravagante Restaurant besuchen viele extravagante Leute, die gegen andere extravagante Leute kämpfen wollen. Ja, das haben wir nämlich schon gehabt in der letzten Folge. Ah, Mann, ich hab den Fisch schon eingeholt.